Was geht ab, meine Sie-Fighter, Osiri hier. Und im japanischen Dokkan Battle ist nun Future Gohan erschienen, zusammen mit seinem Banner und seinem Dokkan Event. Wir werden heute sein Dokkan Event gemeinsam machen, aber ich gebe euch noch natürlich außen vorweg die Information zu seinem Banner, deswegen switchen wir mal am besten sofort rüber, ohne weitere Zeit zu verlieren. Nämlich sein Banner sieht sehr lecker aus, beziehungsweise sehr schmackhaft, denn wir haben hier Future Gohan drin als Karte selbst. Ihn haben wir schon angeschaut im gestrigen Video, im Video zuvor, als die News zu ihm rauskamen. Wirklich eine sehr gute Unit, der Future Leader an der Stelle. Vegetulu ist im Banner, wirklich auch sehr, sehr gute Unit. Er gehört zu der Future-Kategorie. By the way, kurze Sache zur Future-Kategorie. Im gestrigen Video habt ihr die Kategorie gesehen, beziehungsweise der Link ist in der Videobeschreibung. Wir haben gesehen, dass er halt quasi die Charaktere, die in einer Future-Saga vorkamen, sei es auf Dragon Ball Z oder Dragon Ball Super. Die Sache ist jedoch die, ich habe ja in dem Video gestern gesagt, wo ist Cell, wo ist Cell? Ihr hattet nicht Unrecht, natürlich, ihr habt nicht Unrecht. Ihr habt gesagt, ey, Osaru, nur Cell erste Form war quasi in der Zukunft. Der andere war gar nicht in der Zukunft, der Perfect Cell, deswegen ist er nicht drin. Ja. Von dem Standpunkt aus habt ihr natürlich recht, aber ich gebe euch mal ein Gegenbeispiel. Zum Beispiel Trunks, jede andere Trunks kam auch aus der Zukunft. Also Trunks Teen, ich rede jetzt von Trunks Teen, von Ella Trunks zum Beispiel. Hat in der Gegenwart gekämpft gegen Cell und bla bla bla. Und jeder Trunks ist in der Kategorie. Sogar Buff Trunks. Sogar Buff Trunks ist in der Kategorie. Sogar der Trunks, der aus der Zukunft kam, in der Gegenwart gekämpft hat die ganze Zeit, die sind auch in der Kategorie. Warum dann Cell nicht? Cell kam auch aus der Zukunft, hat in der Gegenwart gekämpft. Und Trunks ist drinnen, Cell ist nicht drin, ja, als Gegenbeispiel da. Dennoch ist die Kategorie sehr, sehr gut. Es hängt jetzt nicht von Cell ab. Ich habe da auch nicht gemeint, dass es nur wegen Cell schlecht ist oder was auch immer. Nein. Die Kategorie ist wirklich sehr solide. Die ist wirklich gut, sollte man nicht unterschätzen. Hat viele Ähnlichkeiten zu anderen Kategorien, Dream of Gods und Potara. Heißt aber trotzdem nicht, dass sie schlecht ist. Die ist dennoch gut, die Kategorie. Nur fehlt ihre Individualität. Und deswegen wäre dann Cell nicht verkehrt. Vor allem, ich nicht verstehe, warum Cell nicht drin ist, wenn Trunks drinnen ist. Wisst ihr, was ich meine? Denn beide kamen aus der Zukunft, haben gekämpft die ganze Zeit in der Gegenwart, haben neue Formen dort bekommen, Buff Trunks etc. Perfect Cell, Buff Trunks ist drin, Trunks ist drin, außer Super Saiyan 2 Trunks und Cell nicht. Darum geht es mir in dem Fall. Und zu den LA Androids kann man eine Sache sagen, warum die nicht drin sind. Nun, sie haben ihren Namen nicht Future drinnen. Heißt, so kann man davon ausgehen, dass sie quasi die Androids aus der Gegenwart sind und nicht die aus der Zukunft. Das könnte ich verstehen, aber ja, das mit Cell ist halt legit, wir haben da ein Gegenbeispiel zu Trunks, der ist halt drin und Cell nicht. Anyways, dann haben wir Super Saiyan 3 Bardock drin, wirklich sehr gut, also das Super Saiyan 3 Bardock dabei ist, Trunks ebenso dabei, dieser Trunks. Und ja, die C17 und C18, 17. Also das Banner ist wirklich sehr, sehr gut, gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Wir haben hier sehr spitzen Charaktere, Super Saiyan 3 ist dabei, Gohan mit seiner neuen Kategorie, Vegito Blue ist mit am Start. Trunks an der Stelle da hinten, der da auch rumguckt irgendwie. Ganz kurze Sache zum Physisch-Banner vielleicht noch. Und zwar, Physisch-Banner ist GSSR, also da ist nicht, das ist wie wir es kennen. Der letzte Charakter ist ein Granted SSR und nicht ein gefeatureter Promotlistan, was befürchtet hatte. Aber, was sie da geändert haben, sind die Rates. Normalerweise ist ja, dass ein GSSR gefeatured ist, ist zu 5% der Fall. Und dass er nicht gefeatured ist, zu 95%. Hier haben sie ein bisschen die Featured Rate erhöht. 7% ist jetzt die Rate für einen Featured Charakter in dem Physisch Banner. Ist eine kleine Änderung, kann aber viel auswirken, weil in dem Banner quasi sind alle nicht gefeatured und darum soundet man vielleicht. Und diese 2% plus auf die gefeatureten Charaktere und 2 minus auf die nicht gefeatureten könnte vielleicht das Ruder reißen. Aber so schlimm ist das nicht. Ich denke, so schlimm ist das nicht. Das haben sie bewusst schon so gemacht, weil ja quasi in dem Banner dann natürlich auch die Alle drin sind, in dem jetzt speziell Bardock und Trunks, und die sind halt nicht gefeatured, und zu jedem Mutti-Sam bekommt man nicht nur zur Alle-Kai, sondern nach dem GSR-System bekommt man da einen Granted SSR im letzten Slot in dem Mutti-Sam, und dieser ist dann jetzt in dem Fall zu 93% nicht gefeatured. Anyways, wir schauen uns die Information zum Dokument zu Future Gohan an und machen dann gleich das Event zu ihm. Was gibt es zu ihm zu sagen? Future Gohan ist wirklich so, wie wir es kennen. Er wird tanky, also sein Death steht hier schon dran. Er wird wirklich tanky und tanky. Ab Runde 4, ab Phase 4 bekommt er Tankiness dazu. Wir haben jetzt 2 Stages, sie hat Super 2. Das sind die neuen Medaillen. Auf Super 2 droppen sie 7-mal. Und C17 Future und C18 Future machen an der Stelle annullieren bzw. seine Passive, dass er seine Verteidigung immer erhöhen kann, und sorgen dafür, dass sie Increased Damage, also vermehrt Schaden gegen ihn machen. C17 Future und C18 Future, das sind quasi die beiden neuen, die Awakening bekommen haben, die an der Stelle verhindern quasi, dass Future Gohan seine Verteidigung erhöht und machen vermehrt Schaden gegen ihn.
Genau, wir sehen schon, wir kämpfen überwiegend hier gegen Physisch-Type, deswegen wäre ein Strength-Team gar nicht mal so schlecht, aber jedes andere Kategorie-Team an der Stelle würde auch passen. Wenn ihr Jiren habt, die Nummer 2 dieser Kategorie, würde es echt gut machen, weil Future Gun könnt ihr Seen Stun, ihr könnt mit ihm alles machen und Jiren mit seiner Passive kann auf jeden Fall durchhauen. Anyways, ich würde sagen, ich bastel mir kurz ein Team zusammen und dann sehen wir uns gleich auf der Stage. Gut, wir sind auf dem Dokument von Future Gohan. Ich habe mein Universe Survival Saga Team mitgenommen. Ich habe da überwiegend quasi, beziehungsweise so viele Charaktere hatte ich nicht. Deswegen habe ich auch den Free-to-Play Golden Freezer mitgenommen. Asian Golden Freezer hat den auf 100%. Haben wir den Typenvorteil. Sei es drum. Aber Jiren wird dir das Ganze auf jeden Fall schaukeln, weil Jiren hat den Typenvorteil überwiegend. Kann Stun durch seine Passive und so weiter und so fort. Bevor ich es vergesse, für den Future Gohan braucht er natürlich 707 Sitze, wollte ich gerade sagen, wegen Free-to-Play Electrons. Wegen dem Grind. Nein, für den neuen Future Gohan braucht ihr, um ihn zu erwecken, natürlich 77 Medaillen von dem neuen Future Gohan Event und jeweils für C18 Future und C17 Future 35 Medaillen. Nein, Freunde, für die Medaillen von C17 Future braucht ihr 21 von den Future Gohan Dokken Event und 3 von den Future Gohan Story Event Medaillen und für C18 genauso, nur das sind dann 21 von den Future Gohan Dokken Event und 3 von C18 Future Gohan Story Event. Nice sneaky Änderung, Bandai. Dann schauen wir mal, was Kefla hier macht. By the way. Zwei Sachen. Ja, ihr merkt schon, ich schaue die ganze Zeit auf den Nebenbildschirm, weil in letzter Zeit laggt es wieder sehr, sehr hart, mein Air-Server. Und das sind so Sachen, die regen mich total auf. Ja, das sind qualitative Sachen und komischerweise Air-Server machen mir in der letzten Zeit sehr viele Probleme. Ich weiß, woran das liegt. Am Anfang hat das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Vor allem in JP, bei Global geht das noch, das ist sehr, sehr gut, also habe ich kaum Probleme. Aber in JP liegt vielleicht daran, weil ich es auf dem Tablet spiele, heißt vielleicht steigen wir komplett um, auch auf JP, auf dem Nox Player oder da auf dem iPhone, weil auf dem iPhone funktioniert das einwandfrei, also da habe ich weniger Probleme. Damit ihr das wisst und an der Stelle wirklich sorry, also es nervt mich total, sowas nervt mich total, wenn es so laggt, auch wenn es nur ein bisschen ist, es nervt, ja, das gehört nicht hin eigentlich, aber... Ja, mir sind quasi da ein bisschen die Hände gebunden. Ich muss das quasi so machen, deswegen tut mir so leid. Also momentan, weil ich gerade wenig Zeit dafür habe eigentlich, um das zu fixen und so weiter sofort. Bide fix das jetzt selber erstmal kurz. Zweite Sache, vielleicht sehe ich ein bisschen so verschwitzt aus oder so. Sorry, also nicht böse gemeint oder auch nicht eklig. Es ist nur so, ich bin im Dachboden und hier sind 80.000 Grad. Also es ist bei uns wirklich warm auf jeden Fall. Und im Dachbodenzimmer ist es natürlich viel, viel wärmer. Deswegen falls ich ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, wenn man es mir anmerkt, dann sorry an der Stelle. Genau, die zwei Sachen. Und ja, dieses Air-Server. Manchmal tut es wirklich sehr, sehr gut, manchmal sehr schlecht. Aber wie gesagt, dann in Zukunft werden wir wahrscheinlich auch für JP umsteigen müssen. Weil, ihr merkt schon, darauf habe ich keinen Bock, das lange mitzumachen. Weil, es muss nicht sein. Aber für heute, ein letztes Mal, das sorry an der Stelle, weil... Schedule! Nein, was heißt Schedule, aber... Musste so sein. Ich habe da auf die Stelle keine andere Option gefunden. Und genau, verzeiht mir an der Stelle ein weiteres Mal. Anyways, aber wenn ihr dann mal quasi, wenn euch das Ganze dann dennoch gefällt, wenn ich da auch Sätze bilden kann, deutsche Sätze, ja, GG, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt. Und wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da für Giros Crit an der Stelle. Und by the way, ja, Jiren. Wie gesagt, man kann Future... Gohan kann man stunnen, man kann ziehen, man kann alles mit ihm machen. Er hat da keine Immunität. Deswegen bin ich ja gespannt, wie oft Jiren's Passive hier triggert. Und damit ihr das mitnehmen könnt. Ihr merkt aber schon, Future Gohan ist eigentlich schon tanky. Wir haben hier 700.000 mit einem Crit von Jiren gemacht. 700.000 nur mit einem Crit. SL10 Jiren. Normalerweise macht er mehr. Er ist, by the way, Doken Awaked. Heißt, hier könnt ihr sehen, dieser Jiren wird quasi in Global dann auch noch kommen. Spätestens, wenn es sich vorgezogen wird, Zeitraum August nach dem dreijährigen Jubiläum. Und das hat der Dude quasi drauf. Was passiert mit ihm? Er bekommt, bzw. seine Passive ist, Moment, machen wir es mal so. Attack und Death 130%, hat eine Medium-Chance, die Gegner zu stunnen, ist gar nicht gestunnt, natürlich nicht. Und die gestunnten Gegner tut er zu 100% Kritten. Genau, das passiert dann mit Jiren nach seinem Awakening. Hat leider keine Transformation. Aber ja, ist nicht schlimm, also er ist dennoch sehr, sehr gut. Genau, so. Die Ulti ist geil, finde ich. Die Ulti haben sie gar nicht mal so schlecht gemacht. Ah ja, ihr seht schon, 500.000 nur, also... Ihr merkt schon wirklich. Unser Dude. Wow, hey, okay, der will's halt wissen. Der ist auf 100%, by the way. Ihr müsst nicht unbedingt machen, wie gesagt, Free-to-Play-Charaktere bringt sie auf SC10. 100% ist euch selbst überlassen. Ich wollte es testen quasi für euch dann. Und ja, man kann ihn auf 100% schon bringen, aber ist kein Muss. Da würde ich die Strength Orbs auf jeden Fall sparen für andere Units. Genau.
Gut, dann machen wir mal weiter. Machen wir hier mal weiter. Jetzt ist er gestunt. Heißt, wir haben 100% einen Crit mit Super Saiyan 2 Kevlar an der Stelle. Aber die rotiere ich raus, weil der Typen Nachteil hat. Und obwohl sie ein sehr guter Supporter ist, dann machen wir das Ganze mal so. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Crit hier wir raushauen. Ich finde auf jeden Fall schöne Crit. Ja, in dem Team ist in meinem Universe Wildsager Team, hat er leider nicht so gute Linkin Buddies. Shiro, ich habe einfach jeden Charakter mitgenommen, den ich da habe. Okay, mit dem Crit war es knapp 1 Million. Aber ja, also eigentlich sollte das über 1 Million sein. Aber ihr seht schon, er ist wirklich Tank und er bekommt mehr Defense pro Runde, wie es aussieht. Genau, wie gesagt, C17 Future und C18 Future annullieren das Ganze und machen fair mehr Schaden gegen ihn. Aber ich hätte nur die Agility und die ist nicht awake, deswegen dachte ich mir, ja, das passt schon. Wir machen das so. Anyways, gut, wie sieht denn das Ganze hier aus? Ich würde sagen, wir lassen das Ganze so, healen uns mal zur Sicherheit. Yes, wir healen uns dann jetzt schon viel Leben auf jeden Fall, wie wir sehen. Und dann, ja, schaue ich auch gerade hier nach unten. Bisschen ungewohnt, aber mein iPad steckt am Akku. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. EOS Productions. Alles tut nicht, wenn es tun soll. Genau das ist Hashtag EOS Productions. Aber Frage an euch vielleicht, wegen Dokkan Battle JP, zockt es auf Noxplayer oder Bluestacks? Und wo könnt ihr es mir da empfehlen? Ich selbst habe Noxplayer für Global auch so, wenn ich das quasi Stones hole. By the way, Stones, wir wissen noch nicht, wann die Global Dienste online sind. Aber JP speziell, was empfiehlt ihr mir da? Noxplayer, Bluestacks? Wäre cool, wenn ihr mir dann ein Feedback geben könnt in den Kommentaren. Ich schaue da auf jeden Fall rein. Währenddessen sehen wir die Ulti vom neuen Future Gohan. Die Ulti ist nice. Da kommt auf jeden Fall auf einmal so ein Hoch raus und klatscht uns dagegen. Nice Dodge. Wollte schon sagen, Kefler, du kannst eigentlich dodgen. So, Jiren! Jiren, unser Alien. Ah, ja. Jiren. Kann man eigentlich schon noch vorstellen, dass von Jiren noch eine weitere Karte kommt. Auch von Ultra Instinct Goku, also direkt in der Ultra Instinct Form. Nicht Ultra Instinct sein. Das kann aber noch dauern. Das kann aber noch dauern, auf jeden Fall. Hey, jetzt ist erstmal, wie gesagt, Future Gohan online. Sein Banner ist wirklich interessant. Sein Banner ist gar nicht mal so schlecht. Wirklich, sie haben das echt gut gemacht. Weil wir haben hier Vegito Blue. Vegito Blue scheint da auf jeden Fall raus. Aber auch die anderen Units sind nicht schlecht. Er unterschätzt die anderen Units nicht. Super Saiyan 3 Bardock. 1A Unit auf jeden Fall. Wen haben wir noch drin? Super Saiyan 3 Bardock. Ja, die ganzen Future Gohan, sage ich. Future Trunks kann man mitnehmen, dann für die Future-Kategorie auf jeden Fall. Die Future-Kategorie, wirklich Leute, Future-Saga-Kategorie, unterschätzt sie nicht. Redet sie nicht schlecht, nur weil sie viele Parallelen zu Realm of Gods oder Potara hat. Sie ist trotzdem sehr, sehr gut. Ja. Okay, ich habe mir ein bisschen vorgespult, weil es ein bisschen geleckt hat. Was soll ich sagen, genau, Future-Saga-Kategorie. Hat zwar viele Parallelen, wie gesagt, aber ihr unterschätzt sie nicht deswegen. Natürlich wird man überwiegend dann dennoch wahrscheinlich da Rosé reinbomben, zum Beispiel Vegito Blue, aber da hat sie dann noch trotzdem Platz. Zum Beispiel, wenn ich so free aus dem Kopf ein Team zusammenstellen könnte, ich habe mir noch nicht zu viel Gedanken gemacht. Wir hätten den neuen Future Gohan als Leader. Dann nehmen wir Vegito Blue rein, Strength Rosé, LR Black und dann beispielsweise LR Trunks und den neuen Free-to-Play LR Trunks. Das wäre quasi ein Bomb-Team, wo nur Damage macht, so richtig eskaliert. Aber ey, es wäre ein gutes Team, wie ihr schon hört. Weil mir fallen gerade spontan keine Supporter für das Team ein, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir die Liste auch noch nicht ganz genau angesehen. Müsste ich mir mal anschauen, dann mache ich auf jeden Fall noch die Gedanken dazu, zu dem Team selbst. Aber, wir haben ja zum Beispiel noch Vegeta Blue drin aus der Zukunft, Goku Blue. Ihr seht schon, da geht schon viel auf jeden Fall in dem Team. Aber, wie gesagt, für die einen kann das heißen, ja okay, das ist ja, ich habe schon auf Gods Team, ich brauche kein anderes. Richtig. Der andere kann sagen, ich habe Potara-Team, ich brauche jetzt das nicht. Könnt ihr euch sagen, aber dann gibt es auch natürlich auch andere, die haben zum Beispiel LR Trunks oder Future-Charaktere, die in der Kategorie sind, aber kein Rosé oder kein Vegito Blue oder kein Goku Blue, Vegeta Blue. Und für die wäre es vorteilhaft, wenn die da quasi dann Future Gohan ziehen, ihn als Leader nehmen, mit den ganzen Trunks in ein Team packen und dann funktioniert das Team natürlich auch einwandfrei. Naja Leute, war auf jeden Fall ein bisschen eine schwere Geburt, sorry dafür, wie gesagt, noch ein letztes Mal wegen dem Dreckserver da. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich werde in Zukunft auf jeden Fall switchen, auf dem Tablet geht das quasi so weit, nicht so weiter, wie das aussieht, das Programm. Ja, verzeiht das ein letztes Mal, ich hoffe, ihr könnt es, wenn ja, Dankeschön, aber wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt den Gast ein Like und wir sehen uns das nächste Mal, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my word. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.